Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu der Gewinnspielauflösung für das Gewinnspiel mit den Adventskalendern. Und ganz kurz vorab, ihr müsst am besten bis ganz zum Schluss dranbleiben, denn es kann sein, dass ihr selbst sogar noch dann was gewonnen habt, wenn ihr keinen Adventskalender gewonnen habt. Aber dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich natürlich dann mal die Gewinner des Adventskalender-Gewinnspiels verkünden, plus die Kommentare dazu vorlesen. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle Leute, die ihre Weihnachtswünsche in die Kommentare geschrieben haben, weil das hat mir natürlich geholfen, vielleicht noch ein bisschen was Kleines an dieses Video anzuhängen. Und zwar ist die erste Person, die gewonnen hat und die sich bitte auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder YouTube bei mir meldet, die Luna hier. Ich habe sie sogar im Stream noch zufälligerweise dabei gehabt und sie hat gesagt, oh mein Gott, zum Glück habe ich meinen Kommentar eben noch geschrieben und du hast noch keine Auflösung gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen YouTube-Zufallsgenerator benutzt, für die Kommentare auszuwählen und sie war direkt da. Und ich glaube, mehr Glück kann man nicht haben. Quasi auf den letzten Drücker noch einen Kommentar schreiben und dann sogar noch den Adventskalender gewinnen. Ihr Kommentar hieß dann, Hashtag Gewinnspiel, ich will mir meinen größten Traum erfüllen, endlich Klavierunterricht nehmen zu können. Klavierspielen ist meine Leidenschaft, seit ich 3 Jahre alt bin, also schon über 6 Jahre. Mehr wünsche ich mir eigentlich nicht wirklich. Nur, dass alle, die ich lieb oder gern hab, gesund und munter bleiben und ein schönes Weihnachten verbringen können. Liebe Grüße, Rose oder Bibi. Okay, Rose, wie gesagt, sehr gerne kannst du dich bei mir melden. Und dann machen wir natürlich aus, wo der Adventskalender denn hin muss. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt zum zweiten Gewinner des heutigen Tages. Ich meine, was will man denn mehr? Der nächste Gewinner bzw. die nächste Gewinnerin ist dann Dreamer LP. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast geschrieben, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Hashtag Potato Pulli, weil du die allercoolste Kartoffel bist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, weil ich meine, einen besseren Pulli kann man nicht haben. Den hier habe ich auch nur an, weil der andere gerade in der Wäsche ist, ne? Also diesbezüglich ist alles schon mal geregelt. Auch dir nochmal vielen Dank für deinen Kommentar. Und das waren erstmal die ganzen Adventskalendergewinne. Aber ich habe noch ein bisschen was anderes in der Hinterhand für euch. Und zwar haben ja einige Leute geschrieben, dass sie wahnsinnig gerne einen Potato-Pulli zu Weihnachten hätten. Und einige werden es jetzt schon erraten haben. Ja, ich habe etwas Kleines für euch organisiert und bin sehr froh, verkünden zu dürfen, dass die 2 Adventskalender, wie gesagt, heute nicht die einzigen beiden Methoden bzw. Mittel sind, die ich hier verdresche aus meinem Video. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du setzt dich jetzt hin und gibst mal für deine Community was aus, weil ihr ja auch schließlich immer für mich eure Zeit opfert und sowas. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hau noch einen Potato Pulli raus, beziehungsweise irgendein Produkt aus meinem Shop. Und da habe ich mal so in die Kommentare geguckt und quasi niemand hat irgendwas anderes geschrieben als einen Potato Hoodie. Und da habe ich mir gedacht, hey, wir suchen jetzt zusammen mit Caro mal 2 Leute raus, die so richtig schön das Ganze durch Zufall verdient haben. Und da haben wir herausgefunden, dass Karamell-Pferde einen Kommentar geschrieben hat, der einen Potato-Pulli zu Weihnachten sich wünscht. Nee, dass sie sich einen Potato-Pulli zu Weihnachten sich wünscht. Oder so. Und zwar ist ihr Kommentar, zu Weihnachten wünsche ich mir einen Hashtag Potato-Pulli, eine Zuckerwattemaschine und eine neue Schabracke in hellrosa. Und ja, wie soll ich sagen, Karamell-Pferde, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Potato-Hoodie gewonnen. Bitte also mich auch nochmal anschreiben, was denn jetzt hier abgeht und wo ich das Ganze hinschicken muss und sowas. Und da ich dann quasi ja bei meinem Shop angerufen habe, beziehungsweise mal angefragt habe, was wir denn da so machen können und ob das ganz cool ist, dass ich da so ein paar Pullis verhaue, beziehungsweise einen von meiner Seite aus, haben die gesagt, hey, die Aktion finden wir cool. Wir verlosen einfach auch noch einen. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an meinen Shop, elbster.de, super Shop, super sympathisches Team, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, auch für andere YouTuber, ganz viele bekannte YouTuber sind auch dort, unter anderem natürlich ich, ne? Nee. Deswegen gibt's noch einen Gewinner für einen Potato Hoodie. Und zwar ist dieser Gewinner, ich muss mal ganz kurz weiterdrücken, Lara17Unicorn, Hashtag Gewinnspiel, ich wünsche mir einen Potato Pulli zu Weihnachten und wenn ich gewinne, was ich auch bestimmt nicht, was auch bestimmt nicht der Fall sein sollte, geht das mit, da wollte sie Adresse,
schicken, auch über Instagram. Ja, Laura, ich habe dir ja schon zurückgeschrieben, das funktioniert und du hast jetzt sogar ein Potato Hoodie gewonnen. Also, ihr könnt euch sehr freuen an die Leute, die jetzt gewonnen haben. Und an die anderen, vielleicht schaffe ich es ja vor Weihnachten noch ein kleines Gewinnspiel zu machen. Wer das toll findet, beziehungsweise wer die Idee gut findet, der kann ja gerne mal dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, dann teilen wir die Freude gemeinsam und mit allen Menschen hier draußen und da draußen und dort draußen und dort draußen und so. Ja, also, Dankeschön, dass ihr alle so freundlich mitgemacht habt. Viel Spaß an die vier Gewinner. Hoffentlich meldet ihr euch bei mir. Ansonsten werde ich am Montag oder Dienstag direkt die nächste Auslosung machen. Und man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.